Ich will nur auf das Boot. Da gibt's doch bestimmt irgendwas. Und hier ist doch bestimmt irgendwo eine CCTV-Station, oder? Und da hinten ist noch ein Boot. Verdammt. Schade. Kommen wir da nicht lang. Na gut, dann gehen wir eben hier lang. Hier lang. Können wir wieder runtergehen, ne? Da war ja sinnlos. Das war ja jetzt echt für den Arsch. Oh, jemand mit Beute. Cool. Solange unser Bob nicht nass wird, ist ja alles in Ordnung. Na, großartig. Ah, Hilfe, was bist du denn für einer? Hilfe! Was war das denn für einer? Mit so einer komischen Gasmaske oder sowas. Ah, toll. Meisterschütze. Gut, dass ich sie nicht geschlagen habe. Wobei ich gar nicht weiß, ob das vielleicht auch gar nicht in die Luft gegangen wäre, wenn ich nicht geschlagen hätte. Aber von ihm ist nichts mehr übrig. Schade. Das war ja interessant. Noch eine neue Zombie-Art, vor der wir uns nachnehmen müssen. Jetzt explodieren die schon, wenn wir sie anschießen. Also wir haben jetzt Dinger, die rumschreien und andere anlocken. Also wir haben Dinger, die rumschreien und andere anlocken. Wir haben Dinger, die rot leuchten und übelst viel aushalten und wahrscheinlich auch übelst viel austeilen. Und dann haben wir welche, die spucken. Und in Schlafanzügen rumrennen? Oder sowas in der Art? Dann. Hä? Hä? Ich will. Hallo? Ha. Pistolenmunition ist da drin. Hallo? Das ist ein Boot. Dieses Boot müsste sogar noch fahren, hätte es jemand nicht ans Land gesetzt. Hm. Und das, wie kommt denn das Auto hier hin? Das muss ja aber schon seit Jahren sein. Tatsache, das müsste schon seit Jahren sein, weil da oben das Geländer ist ja auch nicht durchbrochen. Hm. Zeit für das C4. Was? Hallo. Zeit für das C4. Wir sind tatsächlich beim Tower of London und ich habe mich schon gewundert, wo der ist. Der ist ja eigentlich in der Nähe von der London Bridge. Und da ist eine Kamera. Hier muss doch irgendwo noch eine CCTV-Station sein. Das kann doch gar nicht sein, dass es hier keine gibt. Wollen wir uns den Weg mal freisprengen, das ist sehr klug. Ich bin beeindruckt. Welche Explosionskraft. Suche den Geheimgang. Ah, Spooky! Da! Eklig! Arme Vögel. Wusstest du, dass Karl der Zweite den Tower-Raben nach der großen Pest die Flügel stutzen ließ? Nur so konnte er zeigen, dass er die dunkle Prophezeiung ernst nimmt. Naja, und indem er unsere kleine Organisation gründete. Was für Vögel?
seltsame Frau. Hier geht's um das Überleben der Menschheit, nicht um irgendwelche Vögel. Juhu, eine Abkürzung. So, wollen wir mal gucken, was haben wir denn hier so? Ah ja, volles Inventar. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal zum Safehouse zurück. Der will uns ja nicht mehr helfen, aber sein Safehouse können wir noch nutzen. Ist das die Frau, die uns gerade eben geholfen hat? Kann das sein? Also geholfen in Anführungszeichen, weil sie hat ja eigentlich nur die Zombies auf uns gehetzt. Das ist die letzte große Seuche. Die Raben ruhen nicht, die Zeichen sind da und die Seuche ist hereingebrochen. Genau wie es Magier die vorausgesagt hat. Aber das ist jetzt nicht wichtig. Ah ja. Ja, ist nicht wichtig. Interessiert mich auch ehrlich gesagt nicht. Ich will hier einfach nur überleben. Schrotgewehrmunition. Dabei ist mir Story in Survival-Spielen eigentlich immer recht wichtig. Aber hier irgendwie gar nicht. Pistolenmunition. Pistolenmunition. Na, ich weiß nicht. Wie viel Platz haben wir denn noch? Gar nicht mehr so viel. Ich muss auch mal die Armbrust öfter nutzen. Ich benutze die Armbrust so gut wie nie. Ich glaube, die kann ich weglegen. Ehrlich gesagt, ich glaube, die brauche ich wirklich nicht. Oder kann ich sie eventuell verbessern, weil die Streuung von dem Ding ist irgendwie zu. Oder kriege ich da irgendwie. Ah, ja, das macht es natürlich besser. Dann ist sie natürlich besser einsetzbar, wenn ich da zoomen kann. So, Schrotgewehr. Kann man gar nichts verbessern. Kann ich eventuell was bei der Armbrust verbessern? Streuung verringern. Ja. Feuerkraft. Karabiner. Feuerkraft verbessern geht nicht. Interessant. Da auch nichts. Da ging nichts verbessern. Interessant. Na gut, dann eben nicht. Gut, dann wieder zurück. Wir müssen ja eigentlich noch Briefe für den Doktor sammeln, aber wir machen trotzdem mal weiter, da wo wir aufgehört haben. Wir sollen irgendwie zum Tower of London. Wahrscheinlich über den restlichen Raben, wenn man die mal so nennen darf. Also mit den restlichen Überlebenden, die wir jetzt getroffen haben, über Funk. Und durch einen lauten Sniper. Diese Raben, das ist die, wie sie sich ja nennen. Wahrscheinlich um mit denen versuchen zu entkommen, nehme ich mal an. Aufruf zur Flucht, Tatsache. Suche den Geheimgang. Ich habe keine Ahnung genau, warum wir jetzt zum Tower of London sind, aber wir sind hier. Verschlossene Tür. Scheiße. Das hat sich ja gelohnt, der Aufstieg. Kann ich ja gar nicht durch. Na klar, ich muss ja auch einen Geheimgang suchen. Da ist eine Kamera. Ah, da ist der Geheimgang. Sehr geheim. Warte mal, ich muss mal was. Ich muss mal ein Medkit nutzen. Das hätte ich eigentlich auch in der Basis machen können. Ah ja. Pistolenmunition, dankeschön. Da ist ja einer. Ich habe ihn auch nicht kommen sehen. So ein gruseliges Schattenspiel, das du da veranstaltet hast. Leider vorhersehbar. Hier ist ja gar nichts drin. Wieso bin ich denn hier reingegangen? Ah, wegen diesem Energy Drink. Natürlich.
Perfekt. Ah! Oh. Was war das denn? Okay. Dietrich bewegen. Warum sind die grünen Punkte eigentlich an den verschiedenen Orten? Das verstehe ich nicht ganz. Hat das irgendwas zu bedeuten? Ich weiß es nicht. Oder ist es einfach nur Zufall, wo die sind? Viruzid beschaffen. Viruzid. Die Dosis ist immer noch voll. Ich weiß auch gar nicht, wofür wir das nutzen sollen. Vielleicht, wenn uns irgendein Zombie packt, so als letzte Lösung, um den Virus zu vernichten oder so. Keine Ahnung. Na nö. Wir haben so viel Wissen verloren, als dies Bibliothek in Mordlake gebrandschatzt wurde. Wir haben alles gesammelt, was übrig blieb, aber keiner versteht es. Das ist dies Septagramm. Es symbolisiert die Einheit der vier Elemente mit Alchemie, Magie und Wissenschaft. Uns öffnet es einen Weg zu verborgenem Wissen. Es funktioniert wie Schwarzlicht. Achte auf die Zeichen. Achte auf die Zeichen. Kein Zugang. Nicht schlecht. Diese Ratten sind gerade durch die Mauer gegangen. Ja, nicht schlecht. Die Frage ist nur, warum ist hier so ein Eingang verboten Schild, wenn die Tür doch verborgen sein soll? Wir brauchen schon wieder ein neues Ziel. Halte dich nicht mit der Karte auf. Der Ort existiert offiziell gar nicht. Nutze das Schwarzlicht, um dich zurechtzufinden. Na gut. Dann brauche ich auch nicht nach einer CCTV-Station suchen, oder? Da runter. Da! Achte auf die Zeichen. Sie führen dich zum Bunker. Natürlich. Hallo! Schon erwischt? Ja, das war ja was. Hallo! Ah! Scheiße, die gehen tatsächlich immer in die Luft. Alter, ist das fies. Kacke. Da wären wir fast gestorben. Das hier ist übrigens doof. Siehst du das? Da sieht man die Textur. Da ist geschrien. Da sieht man Textur, wie das Wasser über das Display strömen soll. Dass das hier so abgeschnitten ist, liegt daran, dass es ja eine Portierung von der Wii U ist. Und bei der Wii U-Version war das Sichtfeld auf minus 5, ist das Sichtfeld auf minus 5% gestellt, man kann es auch nicht umstellen. Wenn ich das jetzt umstelle auf minus 5%, dann passt das nämlich wieder. Da ist das ganze Spiel auch ein bisschen klaustrophobischer. Und dadurch natürlich auch ein bisschen schwerer. Aber ich weiß nicht, ob das besser ist oder schlechter. Aber ich lasse es jetzt einfach mal auf minus 5%, weil das Original-Sichtfeld ist. Wobei... Ja, ich weiß nicht, ne? Plus 10% ist übrigens Standardeinstellung. Das ist einfach so. Das Sichtfeld bedeutet ja auch, dass Konsole mehr zu berechnen hat. Das heißt also, es gibt schon... Es gibt schon mehr Sinn. Wenn das auf der Wii U niedriger ist, ist es auf den jetzigen Konsolen. Oh, das ist zu gering, ich kann das nicht ab. Ich wollte nur mal demonstrieren und uns zeigen, woran das liegt. Also sie haben schon einige Texturen verbessert, das sieht man im Vergleich. Aber andere sechs Sachen haben sie einfach komplett ignoriert, leider. Wir haben keinen Medpack mehr oder ähnliches. Wie zum Beispiel eben diese Wasser über Display Textur, die haben sie komplett ignoriert. Leider. Kapazitätsaufwertung. Ich wünschte gerne, ich hätte eine Gesundheitsaufwertung. Weil ich habe keine Lust, jetzt hier im Tower of London in irgendeinem komischen Geheimding zu sterben.
Lampe ist fast aus. Okay, hol das Schwarzlicht raus und versuch es zu knacken. Was? Ernsthaft? Das kann ich ja momentan überhaupt nicht brauchen. So. Köpfen wir mal lieber. Genauso wie den. Will ich aber nicht rein. Ich will plündern. Oder muss ich da rein? Eine versperrte Tür. Wir müssen da rein. Sieht man ja jetzt schon, wenn die Tür versperrt ist. Oh, oh, hier geht's auch rein. Ah! Nein, 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 nein! Alter! Wir sind fast tot. Dann lieber hier rein. Weil ich nicht weiß, ob das besser ist oder schlechter. Ah, toll, eine tote Katze. Wie ist die denn hier reingekommen? Und was gibt's hier sonst noch? Nichts. Gift. Muss man die Lampe ausmachen und so ein bisschen aufladen, das geht so nicht. Wir sind fast tot und ich hab nichts, womit ich mich heilen könnte. Ach du Scheiße, ey, dann würde ich sagen, rüsten wir lieber die Pistole aus, oder? Ich kann ja nochmal den Unterschied zeigen zwischen dem Sichtfeld. Minus 5% ist tatsächlich, es ist nicht 0% Standard gewesen auf Video, sondern es ist minus 5%. Und so wäre es auch wie you, mit der Pistole, mit dem Zielen. Und so mit der Armbrust. Die Baseballschläger zum Beispiel gab es übrigens gar nicht auf der Wii U. So mit der Armbrust, da sieht man fast gar nichts mehr, wenn man zielt. Ja, keine Ahnung, ey. So auf 0%. Ich kann es ja einfach mal zeigen, weißt du. Pistole. Aber Standard ist halt plus 10%, auch wenn ich nicht weiß, warum das als Standard eingestellt ist. Es ist ja auch 60% Helligkeit als Standard eingestellt. Verstehe ich auch nicht so recht. Aber ist nun mal so. Man muss schon sagen, die minus 5%, die haben schon was. Die machen das Spiel ein bisschen klaustrophobischer. Das macht das Spiel ein bisschen, ja weiß nicht, erschreckender. Ich mach's einfach mal, weißt du? Es macht es ein bisschen schwerer. Ein bisschen klaustrophobischer. Ich glaube, das tut dem Spiel ein bisschen ganz gut, wenn wir das auf minus 5% stellen. Ja, jetzt müssen wir warten, bis sich die Taschenlampe aufgefüllt hat. Tut mir leid. Wir können nicht weiter ohne Taschenlampe. Auch das verbraucht Taschenlampe. Das ist total bescheuert. So, die sind nicht mehr der Hälfte, aber das muss reichen. Hoffentlich kommt da jetzt nicht nochmal einer. War großartig. Willkommen im Nervenzentrum der Raben von Dien. Die Seuche ist sogar noch schlimmer als befürchtet. Aber wir haben sie erwartet. Ich frage mich, wie normale Leute wie du damit klarkommen. Gar nicht. Eigentlich ganz gut. Nun, wir haben sie gewarnt. Der gute Prepper hat sein Leben riskiert, um zur Queen zu gelangen. Aber sie wollte nicht hören. John wurde eingesperrt. Das hat ihn verändert. Aha. Hab's geschafft. Benutz jetzt das Keypad. Eine AK-47. Was macht die denn hier? Eine AK-47. Was macht denn eine AK-47 im Keller vom Tower of London? Ich will's gar nicht wissen. Ganz ehrlich, was macht die hier? Keine Ahnung. Die dunkle Prophezeiung. Wir brauchen ganz dringend. Was ist das denn hier? Karte aktualisiert? Fragezeichen, Fragezeichen. Streuung, Aufwertung. Wieso hat die in der Hand? Benutze jetzt das Keypad. Warum? Also gerade. Oh, guck mal an.